Willkommen. Auch eine geöffnete Wunde. Schlierkamp. Ja, wie gesagt, das Spiel unheimlich linkslastig bei Schwerin. Auf der rechten Seite fehlt natürlich so ein bisschen die Zugkraft der Halbspielerin. So dass Marie Kindstein natürlich auf außen rechts auch unheimlich platt gestellt ist. Und das Tor für Borussia Dortmund durch Carina Schäfer. Kurzer Blick auf die andere Platte am heutigen Tage. 45 Minuten gespielt in Zwickau. 19:20 steht da gegen Sindelfing. Und jetzt die Chance für Jennifer Kriegsmann, scheitert an Helen Trottler. Mit ihrem ersten Versuch. Unglücklicher Winkel. Und da darf der Ball natürlich nicht durch in den Seite. Kira Brandes mit dem Treffer. 16:35. Fuß entschieden von den Schiedsrichtern. Ja, leichte Unstimmigkeiten zwischen Jule Grünwald und Mandy Künzel. Hatten, glaube ich, was anderes abgesprochen. Jule hat den Weg durch den Kreis natürlich auch nicht gefunden, weil sie sehr gut gestaffelt stehen. Dadurch leichte Abstimmungsprobleme. Und Kindstein mit der Finte. Jule Grünwald in den Kreis getreten. Bei Besitz Borussia Dortmund. Ja, abgelaufen durch Jule Grünwald durch den Kreis. Hat sich versucht, eine bessere Position dadurch zu verschaffen. Wird natürlich bestraft von den Schiedsrichtern. Ist die Zeit angehalten durch die Schiedsrichter? Und wieder der Uhrabgleich? Oder? Ja, scheint wieder der Uhrabgleich zu sein. Ja. Wir nehmen jetzt eine Anweisung an den Schweriner Trainer. Okay. Kleine Anweisung an die Hallentechnik. Gab Probleme mit dem Mikrofon, das ist aber geklärt. Und der Ball ist weg und Ballbesitz für Grömer Schwerin. Es kommt Antje Thurmann zurück an den Kreis. Ich muss aber auch sagen, Jule Grünwald hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Die, glaub, knapp 25 Minuten, die sie auf der Platte stand, hat unheimlich hart gearbeitet, hat auch ein, zwei Erfolgserlebnisse gehabt. Ja, vielleicht einfach jetzt nochmal die Ruhe. Wenk jetzt auf der Position. Und wir haben es schon mal erlebt, wenn Felker zurückkommt von der Bank, dann mit ordentlich Dampf. Und das war schön gespielt mit Marie Kinscher am Kreis, aber der Ball auch gehalten. Es bleibt beim 16:35. Ja, Dortmund hat zwei unheimlich kompakte Torhüter, wo man glaubt, eine Schwäche erkannt zu haben. Da hat man im nächsten Moment wieder auf gut Deutsch Pech gehabt. Wurf für Grün-Weiß. Da wollte einen Freiwurf haben, hat sie nicht bekommen. Mensch, Jule, geh doch einfach mal geradeaus, nicht über den Kopf hinter. Versuch doch mal die Spielerin, die ja nur fast anderthalb Köpfe kleiner ist, mal auf der geraden Seite zu erwischen, auf der Wurfhandseite. Vielleicht hast du dadurch mal Erfolg. Ah, kein schlechter Wurf. Keine schlechte Variante, genau. Aber unheimlich gut gehalten. Schon im Prinzip auf dem Weg in die andere Ecke, die Torhüterin. Und fährt dann ihre Tentakelarme aus und greift das Ding ab. Ja. Und Maren Reins mit ihrem zweiten Treffer in diesem Spiel zum 36:16. Und Jenny Kriegsmann mit dem erneuten Versuch scheitert wieder unter Konter von Dortmund. Sicher am heutigen Tag.
Auch diese sicher verwandelt. Jetzt auch der verdiente Lohn für die Nummer 6 von Borussia Dortmund, bekommt jetzt die Pause. 10 Minuten vor Schluss. Kann sich für die kommenden Spiele in der Bundesliga natürlich auch ein bisschen ausruhen, jetzt erholen. Ja, man steht mal zu viel, weil man nicht ganz weiß, was man da abfahren soll. Jetzt mal ein bisschen schneller gespielt, Jule Kluth. Und dann kommt natürlich auch noch Peng dazu. Und jetzt Jenny Kriegsmann. Jetzt wieder Posten. Und es ist schön zu sehen, dass Jenny Kriegsmann auch nicht den Mut verliert, weiterzuwerfen. Klar, was soll sie auch anderes machen? Ja, es war schön zu sehen. Ich wollte was ganz Ähnliches sagen, dass trotz, dass der Ball dann in den Posten geht und nicht ins Tor, ein Lächeln auf den Lippen, man sieht, das Mädchen hat Spaß hier zu spielen und das ist das Allerwichtigste bei diesem Spiel. Ich glaube, die ganze Mannschaft hat Spaß. Das ist natürlich der Lernprozess, den Schwerin heute machen musste. Und die Spielerdecke von Schwerin, ja, muss natürlich diesen Kräfteverschleiß wegstecken. Und Dortmund natürlich mit 14 Spielerinnen auf der Platte steht. Ein Spiel angezeigt. Das verwundert mich nicht. Und Jule Kluth. Jule Kluth. Jetzt hat es endlich mal ausgezahlt. Endlich setzt sie sich da mal durch. Und Anna Wies. Anna Pöschel, hey, sauber. Nee, nein! Und? Nein! Wenn sie schnell. Wenn absolute Fehlentscheidung. Das gibt Marie Kinscher, Marie Kinscher bleibt einfach stehen, fängt den Ball ohne eine Körperbewegung nach vorne. Die Gegenspielerin wartet einfach nur darauf. Wenn die Gegenspielerin Torwart ist, gibt's rot. Das ist richtig. Aber es ist eine unfaire Aktion von der Spielerin mit der Nummer 18 von Dortmund. Unheimlich unfair, das hat sie nicht nötig. Jetzt das Tor für Dortmund. Das sind unschöne Szenen, die möchte man natürlich auch beim Handballspiel nicht sehen. Aber von dieser einen Szene wollen wir unsere Laune hier nicht betrüben lassen. Nein, natürlich nicht, aber das ist sportlich unfair. Wie gesagt, Dortmund hat es überhaupt nicht nötig. Antje Dormann, aber wo soll sie hin damit? Aber wir sehen, Antje Dormann muss schon mit zwei Spielerinnen ausgeblockt werden. Ja, sie bindet damit zwei, aber Schwerin spielt es nicht aus. Jetzt mal, Marie Kinscher über Außen, Tor! Komm Mädels, macht den 20 draus! Habt ihr jetzt schon so viel geschafft wie in der ersten Halbzeit? Da haben wir eben kurz mal den Dortmunder Trainer gehört. Der sagt, da am Kreis anbieten. Und Auszeit genommen durch Grün-Weiß-Schwerin. Ja, jetzt nochmal die Ruhe finden, nochmal darauf aufmerksam machen, dass man hier auch die letzten sechs Minuten genießen darf, auch beim Stand von 18:39. Ja, natürlich ist der Spielstand standesgemäß, aber es sieht natürlich deutlich besser aus wie in der Anfangsphase der ersten Halbzeit, wo man Angst hatte, dass Schwerin hier völlig unter die Räder kommt. Haben sich schön zurückgearbeitet, spielen mit ihren Fähigkeiten. Jeder Einzelne feiert ihre Erfolgserlebnisse. Das ist schön zu sehen. Ja, und für uns die Möglichkeit, nochmal rüber zu gucken, 53,5 Minuten gespielt in Zwickau beim zweiten Spiel, was zur gleichen Zeit läuft gegen Sindelfingen, 23:22 steht es da für Zwickau. We'll be right back.
geht das Spiel hier weiter. Und mal gucken, was Andreas Bartlau sein Mädchen hier mitgegeben hat. Mal abgesehen von Vivian Bartlau, die selber noch nicht wieder fit ist nach dem Kreuzbandriss, haben ja alle gespielt. Und der Ball ist weg. Und wenn die Künstler nicht mehr ran, sie wirkt auch etwas ausgepumpt. Stark, wie man diesen Wahnsinn. Nicola Schmidt, Scholl. Eigentlich nur ein Einwurf, wird zu einem unheimlich gefährlichen Konter passen. Natürlich super abgelaufen von der Nummer 18. Das war Joda mit der Möglichkeit, aber zu schwach der Wurf und sofort der Konter für Dortmund. Und sicher verwandelt Nicola Scholl 18 zu 41. Und Anne Pöschel jetzt mit ihrem Erfolgserlebnis. Da haben wir gesehen, wie unheimlich clever die Torhüterin den Konterpass zieht. Man spielt nicht oben lang, sondern unten flach als Aufsetzer. Unheimlich abgeklärt mit einem guten Auge. Und so bleibt die Situation und die Möglichkeit, über eine erste Welle natürlich zum Erfolg zu kommen. Und der Pass durch drei Arme durch, das war einfach nicht zu machen. Und es gibt Einwurf für Dortmund. Ganz sauber geklärt von Joda Beng. Kompliment. Ich glaube, wir können jeder Spielerin hier ein Kompliment ausstellen. Haben sich reingehauen in die Partie. Haben sich reingearbeitet. Haben mit ihren Möglichkeiten hier gespielt, versucht gegenzuhalten. Und wie gesagt, das ist ein Erstliga-Absteiger in die zweite Bundesliga. Mal rein. Große Erfahrung, auch schon auf internationaler Bühne gesammelt. Umso höher ist es natürlich zu bewerten, wie Schwerin hier auftritt. Ob viele sicherlich ein, zwei Situationen, ein, zwei Würfe mehr im Tor hätten sein können. Schön geblockt. Klasse. Und jetzt kommt. Jetzt Jenny kommt. Jawohl. Und das Jenny Klickmann. 19 zu 42. Ja, jetzt haben sich, glaube ich, auch schon fast alle eingetragen, außer Joda, in die Torschützenliste. Aber sie hat noch 2,5 Minuten Zeit. Naja, Susi Grimm und Anna Pöschel stehen auch noch nicht drin. Ja, gut. Und das Tor jetzt erneut für Borussia Dortmund. Deswegen haben sie sich den Job als Torhüter ausgesucht, um Tore zu verhindern, nicht Tore zu werfen. Man merkt aber auch, das Schweriner Publikum ist trotz alledem begeistert, feuern ihre Mädels immer noch dauerhaft an. Ja, das Kompliment müssen wir dann auch so weitergeben an die Zuschauer. Eine sehr, sehr tolle, eine sehr, sehr faire Atmosphäre hier. Und beim Stand von 19 zu 43 macht nicht jeder Halle so einen Kraft. Das ist richtig. Klasse, ja. Jule Kluth und dann an den Pfosten. Zweite Möglichkeit. 7 oder 8.